Lokalderby in Hohenstetten. TSV Hohenstetten gegen TSV Schwaben Augsburg. Ich muss mal aufpassen, dass ich Schwaben München sage. Langsam 40 das rund. Fast so viel los wie in München. Ich hab da nicht, den ich im Champions League Finale. Günther. Ja. Besondere Brisanz heute? Nein. Lokalderby hat immer besondere Brisanz. Sagt mir da gerade der Spieler von Augsburg auch. Ja, klar. Logisch. Viele Zuschauer? Ich hoffe ja. Ich hoffe. Also mein Wetter wird halten und vielleicht kommen ein Haufen. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja. Ein Tipp. 2-1 für uns. Und jetzt gehen wir mal so 60 Kilometer weiter südlich nach München. Wie steht es denn heute Abend da, wenn die zu Ende sind? 3-1 für Bayern. Okay, warten wir mal ab. Ja. Heute Lokalderby. Ihr seid TSV Schwaben Augsburg zu Gast in TSV Hohenstetten. Eine besondere Brisanz oder ein Spiel wie jedes andere in der Bezirksliga? Ja, Lokalderby hat immer besondere Brisanz. Da will natürlich niemand verlieren, auch wenn es... Man will nur in jedem Spiel, denke ich. Ja, auch wenn es sportlich für beide eigentlich nicht mehr um viel geht, außer vielleicht, dass man in der Tabelle die Plätze tauscht. Aber natürlich will man immer vor dem Lokalrivalen sein und deswegen auch zumindest nicht verlieren. Okay, danke. Ralf, Lokalderby. Ja, ja. Kassierer, hier. Wenn es so weitergeht. Musst du dann eine größere Kasse anschaffen oder klappt das so? Das klappt so, ja. Das klappt so. Ja. Tipp. Das Spiel? Ja. Unentschieden. 2-2. Und heute Abend in München? Oh, 3-1 für Bayern. 3-1 für Bayern, also okay. Dann ist ja Bayern im Finale. Ja. Und dann spielen die im Finale. Und wenn sie das Finale verlieren, dann spielen die im Pokalspiel gegen Dortmund. Ich weiß spielen, gar nicht. Ja, spielen sie ja sowieso. Was ist es zuerst? DFB-Pokalfinale oder Champions League-Finale? Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall im DFB-Pokal verlieren sie. Also gegen Dortmund? Ja, sowieso. Ja. Kommt das daher, weil du Dortmund-Fan bist? Ja. Nee, weil Dortmund gerade besser drauf ist. Andrea. Hier bei der Arbeit. Lokalderby. Hast du mehr Semmeln gekauft? Ja. Hast du auch eine größere Kasse angeschafft? Nee. Schau mich mal an, damit Nein. die Leute dein Gesicht auch sehen. Na, die wollen das damit nicht. Die sehen, was wir hier für hübsche Bedienungen haben. Ach, alte. Alte? Zwei Highlights heute am Dienstag. Ja. TSV Hohenstetten gegen TSV Schwaben-Augsburg. In Bayern gegen Real. Ja. Hier Lokalderby, Bayern in München weniger. Ich habe mich schon ein paar Mal gefragt. Eine besondere Brisanz ist in einem Lokalderby immer, ne? Ja, natürlich. Es ist für den TSV Hohenstetten nicht so alltäglich, dass man sich gegen den TSV Schwaben Augsburg messen darf. Deswegen jetzt freuen wir uns heute drauf. Wir haben heute keinen Druck, nichts. Ich glaube allerdings, dass die Mannschaft sehr motiviert ist. Ja, das haben sie jetzt noch kurzfristig zwei Spieler nachträglich fit gemeldet, wo man schauen muss, wie das geht. Allerdings haben wir leider auch 2-3 angeschlagen und jetzt schauen wir einfach, wie sich das heute entwickelt. Und, ja, Lukas Bass fällt auch beruflich bedingt, ne? Ja, der schaut jetzt, dass es vielleicht sogar noch schafft. Oh ja. Wenn er da ist, pünktlich 17:30 ist Deadline unten in der Kabine, dann läuft er natürlich auch nach dem letzten Wochenende. Aber ansonsten kann es sein, dass es auch ausfallen tut, auf jeden Fall der Sebastian Thürigl, ja, mit seinem Pferdekuss, den er am Wochenende bekommen hat. Und dann steht natürlich noch ein großes Fragezeichen hinter Daniel Kleine. Also es kann dann schon sein, dass wir 2-3 Mal wechseln werden, aber wie gesagt, heute haben wir einen großen Kader und hoffen einfach, dass wir es gut hinkriegen. Wochenende hier 2-1 gewonnen, die Augsburger 1-1. 2-0. Ja, 2-0 gewonnen. 2-0. Ja. Ja, alles klar. Die Augsburger 1-1 in Stetzling? Ja. Oder zu Hause? Und zu Hause gegen Stetzling? Genau. Darf man? Ja, natürlich. Stetzling ist eine starke Mannschaft. Ja, natürlich. Stetzling wird mit Mindelheim den zweiten Platz ausmachen. Deswegen glaube ich, dass das mehr als Erachtungserfolg ist. Wir wissen, dass die Schwaben eine gute Mannschaft haben. Wir wissen auch, dass die Derbys einen eigenen Charakter haben. Ich hoffe einfach, dass es ein gutes Spiel wird, dass viele Zuschauer kommen, dass wir uns voll verausgaben und am Schluss wird dann schauen, was sie tippen. Den Trainer zu fragen, tippt, das wird nicht. Danke. Machen nach dem Spiel noch was. Wenn dann auf Sieg. Danke dir. Danke dir. Ja.